Allah subhanahu wa ta'ala droht an manchen Stellen im Koran, wie zum Beispiel mit Zinsen, dass diese für ewig in die Hölle kommen. Jetzt sagen Gelehrte, damit ist aber nicht ewig gemeint. Aber warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dann dieses Wort benutzt und unser Prophet sallallahu das nicht so klar gesagt wie die Gelehrten? Das ist mir schon öfteres aufgefallen und leider verstehe ich das nicht. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns etwas Allgemeines. Derjenige, der Muslim, der einen Muslim tötet, der Mu'min, der einen Mu'min tötet, der wird ewig in die Hölle kommen. Wenn die Leute etwas machen, da wird das, die werden lange in der Hölle bleiben. Warum wird das benutzt? Weil die arabische Sprache faszinierend ist. Und in der arabischen Sprache, du kannst manchmal das Wort und das Gegenteil in dem gleichen Satz benutzen und das hat diese Bedeutung und das hat diese Bedeutung. Und deshalb Allah subhanahu wa ta'ala redet allgemein, subhanahu wa ta'ala. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat auch andere Regeln und andere Ayat. Und das ist ein Ansporn für uns Muslime, dass wir kombinieren zwischen den Beweisen und nicht, dass man einen Teil nimmt und die anderen Teile weglässt. Deshalb, was die Gelehrten dazu gesagt haben, obwohl der Prophet das erklärt hat, auch du sagst, nein, der Prophet hat das nicht klar gemacht. Doch, der Prophet hat das klar gemacht, indem er uns erzählt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles verzeiht außer Schirk. Und indem Allah subhanahu wa ta'ala auch selber gesagt, alles wird verziehen außer Schirk. Und deshalb, als man gefragt hat, heißt das, dass er ewig in die Hölle kommt, der kommt nie von der Hölle, der hat gesagt, nein, ewig in der Hölle, das bedeutet, für einen Moslem, das heißt, die lange Zeit. Und für einen Kafir ist wirklich ewig. Und das kann man in der arabischen Sprache benutzen.